Ich betrachte den Einsatz von Magie mit Misstrauen. Sie kann extrem nützlich sein, das will ich gerne zugeben, aber sie ist letztendlich nichts als eine Krücke. Was bedeutet das, die uns in unserer wissenschaftlichen Entwicklung behindert, wenn du verstehst, was ich meine? Was bedeutet das, sie uns in unserer wissenschaftlichen Entwicklung behindert? Das macht mich unter den anderen natürlich ziemlich unbeliebt, wie du dir sicher vorstellen kannst. Deshalb trage ich immer diese Akebuse mit mir rum. Was meinst du mit unbeliebt? A patient of mine died under questionable circumstances. One morning they were fine, and the next they were dead. Someone is trying to discredit my work. I just know it. But they won't succeed. Einer meiner Patienten ist unter höchst fragwürdigen Umständen gestorben. Am Morgen ging es ihm noch hervorragend und am nächsten war er tot. Irgendjemand versucht meine Arbeit in Misskredit zu bringen, das weiß ich genau. Aber es wird ihm nicht gelingen. I came here to the archipelago to evade my rival's attempts at sabotage. And there certainly is quite a lot of work in the Deadfire, I must tell you. Ich bin zu dieser Inselgruppe gekommen, um den Sabotageversuch meiner Rivalen zu entfehlen. Und es gibt im Todesfeuer eine Menge Arbeit zu tun, das muss ich sagen. Wenn ich da nochmal drauf kriege. I've misgivings about magic use. You would have one too, if you'd experienced the things I have. Du würdest auch einen Verfolgungswahn leiden, wenn du die Dinge erlebt hättest, die mir zugestoßen sind. A patient of mine died under. Ja. I came here to the archipelago to evade my rival. I'm a research. I've misgiving. I came here to the archipelago to evade my rival's attempts at sabotage. And there certainly is quite a lot of work in the Deadfire, I must tell you. Kannst du mir das beibringen, was du im Rahmen deiner Forschung herausgefunden hast? I've told you of my troubles. I suppose it's the least I can do. Settle in now. I've got a lecture prepared for just this occasion. Of course, it will cost you 3000 copper. Ich habe dir ja von meinen Schwierigkeiten berichtet. Das ist wohl das Wenigste, was ich für dich tun kann. Setz dich schon einmal. Für genau solche Fälle habe ich einen Vortrag vorbereitet. Natürlich wird das dich etwas kosten. 3000 Kupferstück, um genau zu sein. Alchemie und Religion verbessern, ich denke im Augenblick nicht. Should you change your mind, you'll find me here. Wenn du deine Meinung ändern solltest, du findest mich genau hier an dieser Stelle. So, das heißt, wir können hier bei Lehrer. Nikataka Stufen, gebe ich mal ein. Mediziner. Stufen, Bakranplatz. Mediziner, wieder 3000 KP. Für Alchemie und Religion. So. Das heißt, wir gehen hier unten weiter. Du siehst verdächtig aus. Ich lasse jeden Tag eine Opfergabe hier. Oh. Westlicher Ausgang ist hier. Da könnte ich die Stadt zu Fuß verlassen. Das will ich aber allerdings gerade nicht. Gone, shed light upon my path. Die heilige Treppe, wo führt die denn hin? Ach, da hoch. Ja gut, dann können wir die nachher nehmen, um da hochzukommen. Was sind das für Leute? Dein Tier weiß sich zu benehmen. Ja klar, Fenrir ist gut erzogen. Was sagst du, Reisende? Du hast mit der Königin gesprochen. Wann wird sie die Fremden hinauswerfen? Gar nicht? So, das ist Gauds Tempel Anlage. Here's where I do the ritual.
Right there under the statue of Gon. Ja, das machen wir gleich. Babyperle. Eine kleine unreife Perlen werden oft von Austerntauchern der Hohen Adern gefunden. Obwohl sie nicht wertvoll wie reife Perlen sind, werden sie dennoch in ganzen Trostfeuer als Währung verwendet. Ja, das ist ein bisschen was an Geld. Und ja, Xodia hat gesagt, dass... Also Wirtanda sagt, du bist es. Hier führe ich das Ritual durch, direkt unter der Statue von Gaun. Opfergaben in Form von Obst, Brot und sogar Wein wurden hier für den Tempel niedergelegt. Eotasakolyt, Hohepriesterin, Wirtan, Eotasakolyt. Der Baum sieht schön aus. Obwohl er verwittert und alt ist, hat dieser Baum viele Knospen und neu treibende Zweige. Was auf ein neues Wachstum deutet. Mhm. Okay, in welcher Reihenfolge? Reden wir mit den Leuten. What can I do? Gaun, wir sind deine getreuen Diener. Mhm. In den Sack kann ich reingucken. Traumtagebuch. Diese Schrift auf diesem zerfetzten Stück Papier sieht aus, als hätte der Schreiber noch halb geschlafen. Hattest du jemals einen Traum, der so echt war, dass du wolltest, dass du Eotas so sehr haben wolltest, dass du alles tun könntest? Ein Strich ist durch den Text gezogen, unter dem der Schreiber etwas hingekritzelt hat. Kein Käse mehr vor dem Schlafen gehen. Nun nehmen wir das mal mit. At once. Reden wir erstmal mit Wirtan, der hat uns angesprochen. Is that really you? Ich fasse es nicht. Bist du es wirklich? Vollwertige Mahlzeit und anständiger Schlaf haben Wirtans schmale Statur zu einem gewissen Grad ausgefüllt. Aber er hat immer noch fuchsartige Gesichtszüge. Er grinst sich mit einem unentschlossenen Lächeln. Er ist sich nicht sicher, ob er nervös oder zufrieden sein soll. And Adair, you made it out of Gilded Vale for good then. I'm glad. Und Edda, du hast es also endgültig aus dem Goldtal geschafft. Was? Freut mich. Noch viel mehr wären daraus gekommen, wenn du sie nicht hättest qualvoll sterben lassen. Ja, das ist der Wirtan, der die Eotas-Priester im Tempel in Goldtal in Stich gelassen hat. Jetzt fällt es mir wieder ein. Edda ballt und entspannt seine Fäuste mehrmals. I haven't forgotten. It's why I'm here, Adair. Ich habe das nicht vergessen. Deswegen bin ich hier, Edda. Wirtan schaut Edda nicht in die Augen. Es bereitet ihm offensichtlich große Mühe, in deine zu schauen. Wirtan, was tust du denn hier? I kept to my word. I started trying to help around town, like you told me. When the Hollowborn curse ended, it was like... You can't imagine what that meant to everyone. We had some good years. Ich habe mich an mein Wort gehalten. Ich fing an, überall in der Stadt zu helfen, wie du es mir aufgetragen hattest. Als der Fluch der Hohlgeborenen endete, war es wie... Du kannst dir nicht vorstellen, was dies für jeden Einzelnen bedeutet hat. Wir hatten ein paar gute Jahre. Then word came through that the Dawnstars were coming out here. That the Shattered God was back to being the Shining God. Dann erhielten wir da die Nachricht, dass die Dämmerungssterne hierher kämen. Dass der zersplitterte Gott wieder zum strahlenden Gott geworden sei. Blazes, I tossed and turned about it. I figured there couldn't be a clearer sign. Hey, das ließ mich nachts kein Auge zutun. Da dachte ich mir, dass es kein klares Zeichen geben könnte. So, now I'm doing what I can. Handing out food mostly or delivering supplies. Familiar work, I guess. Ich tue jetzt also, was ich kann. Verteile meistens Essen oder liefere Vorräte, da ist ein Tee zu viel. Arbeit, mit der ich vertraut bin, schätze ich. Took some getting used to, working shoulder to shoulder with Raid Sarens, but it's not so hard as you think. Feels like I'm on the right path, toward a little piece of redemption, maybe. Musste mich erst daran gewöhnen, seit mit den Raid Sarens zu arbeiten. Aber es ist gar nicht so schlimm, wie du vielleicht denkst, da fehlt das ist.
Ich finde, dass ich auf dem wirklichen Weg bin. Vielleicht sogar zu einem kleinen bisschen Vergebung. Scheint so, als ob in letzter Zeit jeder ihr unters nachjagt. Me too, eh? Don't know what you have to be sorry for. Du auch also, hm? Weiß nicht, was dir leid tun sollte. Would be nice to get some answers, maybe. Or forgiveness. For getting his people killed. Wäre vielleicht schön, ein paar... Oh. Wäre vielleicht schön, ein paar Antworten zu bekommen. Oder Vergebung. Dafür, dass ich seine Leute habe sterben lassen. Ich weiß nicht. Ja, ich könnte ehrlich zu ihm sein und sagen, es gibt keine Götter, es gibt nur uns. Mal gucken, was passiert. Well, I guess you've changed your mind some, since we met. Oh, Antirius. Nun scheint es so, als hättest du deine Ansichten seit unserem letzten Treffen ein wenig geändert. I never got a sign from Aethys to begin with. There was just you. If it comes down to what we can live with, I'm still in the right place. Ich habe noch nie ein Zeichen von Aethys erhalten. Da gab es nur dich. Wenn es unserem Strich darauf ankommt, womit wir leben können, dann bin ich hier noch richtig. Yeah, well, we'll see where you end up in the next life. They can't redeem you, but you'll still be judged. Naja, also, wir werden sehen, wohin dich dein nächstes Leben verschlägt. Sie können dich nicht erlösen, aber sie werden trotzdem über dich richten. Yes? Gut. Dann hatten wir hier hinten... Nordangard. Here for a meal. Just get in line, dear. Ain't no trick to it. Bist du für eine Mahlzeit hier? Stell dich an wie all die anderen. Stell dich an wie die anderen, es ist ganz einfach. Hey, there's a lady I'm looking for. Came from Deerwood. Hey, es gibt eine Dame, die, nach der ich suche. Kommt aus Deerwood. Edda fuchtelt mit der Hand vor dem Gesicht der alten Frau herum. Als würde er warten, dass sie grauen Star hat, tut sie offenbar aber nicht. Short, got a bad temper. It goes by Elava Mazzy. Heard of her? Klein rastet leicht aus, hört auf den Namen Elava Mazzy. Schon von ihr gehört? I know an Elava, but that ain't a surname. Ich kenne eine Elava, aber zu dir gehört ein anderer Nachname. No? Nein? Eddas Kiefer rutscht zur Seite, um an seiner Pfeife zu kauen. Not real warm, that one. Stop by unannounced, you get a pistol up your nose when she answers the door. Nicht wirklich einladend bei ihr. Wenn du unangekündigt aufkommst, steckt sie dir eine Pistole unter die Nase, wenn sie an die Tür geht. Sie da müssen da draußen bestimmt vorsichtig sein. Hört sich an, als würde sie auf dich warten, Edda. Wenn sie das mit mir versucht, bekommen sie eine Pistole in beide Nasenlöcher. Deshalb sollte man sich immer von hinten heranschleichen. Interessant. Nehmen wir die zwei. Yeah, that's a that's her. So she's living with her husband then? Ja, das ist sie. Also lebt sie jetzt zusammen mit ihrem Mann? Not that I noticed. Nicht, dass ich wüsste. Edda atmet überraschend tief aus. Huh. Must be laying low. Hält sich wohl bedeckt. Just that boy of hers. Da ist nur ihr Junge. Edda erstarrt vollkommen. Er scheint in der Brise des Windes zu wehen. She's got a son? How old would you say? Like a little boy? Sie hat einen Sohn. Wie alt würdest du sagen? Ist er noch klein? Grummelt sie Xoti ihr Haar über ihr Gesicht, als könnte sie sich vor dem Moment verstecken. I'd be happy to help you with the math. Ich würde dir lieben gerne mit der Berechnung helfen. Oh, das wird interessant. Stimmt etwas nicht? Das wird interessant. Oh, I couldn't say. It's been years. He must be a young man by now. Oh, das weiß ich nicht. Hat ihn schon lange. Er muss jetzt ein junger Mann sein. Wow, that's something. Well, thanks for your help. Wow, das ist doch schön. Und danke für die Auskunft. Don't you want to know where to find her? Willst du nicht wissen, wo du sie findest? Yeah, I was just about to ask. Ja, das wollte ich gerade fragen. She's... I guess we'll look that way then. Much obliged. Ah, ich kann hier nicht zurückscrollen. Schätze, wir werden uns in dieser Richtung umsehen. Vielen Dank. Kann ich mir das doch mal ansehen? Ja. Das letzte, was ich gehört habe, ist, dass sie sich in Hasongo aufhält. Hat ein bisschen Land da draußen. Schätze, wir werden uns in dieser Richtung umsehen. Vielen Dank. Okay, das war jetzt gerade ein Update in Eddas Quest. Ah, Nordangard, die musste ich auch sprechen. Ein Dämmerungsstern, den wir getroffen haben, meint, dass Elava mit ihrem Sohn auf Hasongo niedergelassen habe. War Hasongo jetzt das, wo ich hin muss? Ja, so, Hasongo ist das, wo ich gerade hin muss. Das andere ist Pokukahara.
Da muss ich nach Tikawara vorher. Gut. Aber Songo ist eh erst mein nächstes Ziel. Ich bin aber auch am Überlegen, ob ich erstmal die Insel hier abklappern sollte nach Vorräten und so. Aber ja. What can I do? Jetzt noch mit der Hohenpriesterin mal reden.